Ägypten. Jahrtausende lange Wiege menschlicher Hochkultur, aber auch ein ewiger Kampf der Kulturen. 2011 begann eine neue Revolution, die wie der Mauerfall 1989 die Welt inspirierte. Aber der Traum vom Aufbruch in eine neue Zeit wandelte sich in 2 Jahren zum brennenden Inferno. Künstler malten schon immer ihre Geschichten auf die Mauer pharaonischer Tempel, erzählten von Rebellion zwischen den Hieroglyphen der Pharaonen. Jahrzehntelang gab es keine Graffitis mehr. Aber nach dem Sturz Mubaraks eroberten junge Künstler wieder die Straßen und Plätze. Dieser Film erzählt ihre Geschichte. في بورسع الضحايا شافوا الغدر قبل الممات شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد كان فاكر حكمه يوم هيخلي في اعلى مكان Veränderungen werden niemals von der Mehrheit der Bevölkerung hervorgebracht. Es waren immer Minderheiten, die ihre Gesellschaften grundlegend verändert haben, weil sie die aktivsten Minderheiten waren. Im Grunde keine erfolgreiche Revolution und keine gescheiterte Revolution. Revolutionen sind von Natur aus Motoren der Geschichte. Und egal, ob sie scheitern oder nicht, sie bewegen was. Sie verändern schon was, aber halt langfristig was. Dieses Jahr ist für mich die Eröffnungsszene von einem Theaterstück, von einem sehr, sehr langen Theaterstück. Das ist mein Graffiti. Vom Scharfschützen der Polizei. Die Leute sollen wissen, wie er aussieht und ihn suchen. Was hat er denn gemacht? Er ist ein Polizist, der 19 Demonstranten in die Augen geschossen hat. هو ده الظابط اللي هو اسمه محمود فتحي مش عارف ايه اللي هو الولد اللي كان بيضرب الناس في عينيها ده انت بتعمل حاجه ليه يعني؟ حاجه عليه ضده؟ اه طبعا Zum ersten Mal rufen wir zur Suche mit dem Volk auf. Immer hieß es, sucht mit der Polizei. Aber dieses Mal wurde das Volk zum Opfer und die Polizei zum Täter.
Also heißt es jetzt, sucht mit dem Volk, sucht diesen Polizeischützen. Die Mauer ist die Wandzeitung der Revolution. Wann immer etwas passiert, übertragen wir es auf die Wand, damit das Volk es sieht. Kein Licht benutzen. Mach das Licht aus. Wozu brauchst du Licht? Es ist zu dunkel. Lass uns von hier verschwinden. Warte, da geht's zum Innenministerium. Lass uns hier lang gehen. Letztens, als wir unterwegs waren, wurden wir verhaftet. Ich will nicht, dass andere wegen meiner Arbeit verhaftet werden. Mein Ziel ist, alternative Propaganda zu verbreiten, gegen die Propaganda der Regierung. Wenn die Leute geschockt sein, wenn sie morgen aufwachen und es sehen? Sie sehen es als Provokation, die das Militär schlecht aussehen lässt. Das Militär bloßzustellen, ist eine aggressive Geste. Selbst wenn es wahr ist. Die Leute wollen die Wahrheit nicht wissen. Sie wollen sie nicht sehen oder verstehen. Es ist immer so. Wenige Leute kämpfen für die Wahrheit. Die meisten Menschen wollen ihren Geist davor verschließen. Es gibt natürlich viele Beschwerden. Viele Leute sind wütend über die Graffitis, denn sie verstehen die Ideen der Revolution nicht. Wenn die friedlichen Methoden, den Militärrat zu bekämpfen, scheitern, dann bleibt den Ägyptern keine andere Wahl, als sich mit Gewalt zu wehren. Eine Gruppe bekannte sich zur Zerstörung meines Graffitis. Sie haben das Video auf YouTube hochgeladen. Sehr lustig. Kann ich es sehen? Mit nationalistischer Musik und Texten, die Nein sagen zu Verrätern. Bist du bereit für Hardcore? Hier says the Sie schreiben, Operation, die das größte Graffiti gegen das Militär zerstörte. Texte wie Nein zu Verrätern, Nein zu Infiltratoren, Ägypten den Ägyptern, dumme nationalistische Sprüche. Symbole wie Pinocchio im TV oder der Panda. Anarchie, Anarchie. Sie nennen sich Badr Bataillon. Ja.
Sie nennen unsere Arbeit anarchistisch und kommunistisch, um unsere Graffitis schlecht zu machen. Also malen wir wieder, um klarzumachen, dass wir unabhängige Leute sind und keiner politischen Gruppe angehören. Wir malen unsere Ansichten an die Wand und ziehen weiter. Wenn Sie es übermalen, machen Sie es mir nur leichter. Dann male ich auf einer frischen Wand. Das ist doch eine feine Sache. Die Mohammed-Mahmoud-Straßenkämpfe bewegten mich sehr. Ich beschloss, Graffitis über die Helden der Mahmoud-Straße zu machen. Wir begannen mit Schablonen, die wir aus den Bildern der Zeitung herstellten und aus den Kampfbildern, die unsere Freunde ins Internet stellten. Dieses Graffiti wurde sehr berühmt. Wir wollten die Mauern zur Wandzeitung der Revolution machen. Wir machen eine Reise zu Orten, die mich spirituell und künstlerisch beeinflusst haben. Sie haben meine Arbeit in der Mohammed-Mahmoud-Straße während der Revolution inspiriert. Ich spüre eine tiefe Verbindung zu diesen spirituellen Orten und ihren Einfluss auf meine Kunst. Die Ägypter malten schon immer. Sie haben nie aufgehört zu malen. Ihr Sinn für Schönheit ist ein Teil von ihrem Erbe als Ägypter. Es gab Malereien der koptischen Pilgerreise nach Jerusalem auf den Hauswänden. Damals waren die meisten Ägypter Christen und malten an ihre Hauswände, um ihre Pilgerreise nach Jerusalem zu zelebrieren. Das gleiche taten die Muslime, als sie anfingen, nach Mekka zu pilgern. Sie zelebrierten ihre Reise mit Wandmalereien. Meine Graffitis in der Mohammed-Mahmoud-Straße beziehen sich auf diese alten Malereien und nehmen den Graffitis so das Fremdartige.
Die Kombination folkloristischer Motive mit den Bildern der Märtyrer und politischer Ereignisse brachten die Wandbilder den Menschen nahe. Denn diese Bilder sind tief in ihrem Bewusstsein eingelagert. Ich benutzte islamische Motive in der Mohammed-Mahmoud-Straße, wie diesen Jungen, der sein Gewehr auf der Schulter trägt. Wenn ich vor der Wand in der Mohammed-Mahmoud-Straße stand, dachte ich immer an Meister Kamal. Kamals traditionelle Volkskunst hat viele Gemeinsamkeiten mit unserem Malstil. عايزين نحط الوان كتيرة في المركب نعم كل الالوان اللي خلقها ربنا عشان المركب دي عم كمال فيها السر ده مركب نوح ده ايه النجاة يعني ان شاء الله الثورة ديت كانت بمثابة السفينة نعم. فخدت ناس كتير جدا معاها وحاولت ان هي تنجيهم او حاولت ان هي تنجيهم من الفساد ده نعم نعم وان سيدنا نوح خد المؤمنين نعم. او اللي امنوا بيه وراحوا ركبوا معاه في السفينة ونجوا من الطوفان ونجوا نعم. من السيل نعم. سفينة الثورة هتغرق ممكن تغرق زي السفينة بتاعة تايتانيك شوف نعم. بيفول علينا لا ما تغرقش ان شاء الله ليه بقى بامر الله الايمان بالله ما يغرقهاش ابدا مدام شيء صح اللي ماشي صح ما يغرقش ابدا Ich male zum ersten Mal Märtyrer. Wir wollen diese Straße zu einem Friedhof, zu einer Gedenkstätte machen, wo wir der Märtyrer gedenken. Ich finde, die Revolution gehört den Märtyrern. Die Verteidigung ihrer Rechte, die Suche nach ihren Mördern, dient auch unserem eigenen Schutz. Gegen den stürmischen Wind habe ich noch nicht geschrieben. Ja.
Die Revolution braucht keine Gewalt, um ihre Stärke zu zeigen. Ich denke, das Gedicht trifft die Ereignisse sehr gut. Der Tapfere ist tapfer und der Feigling ist feige. Gegen den stürmischen Wind werden wir die Nacht besiegen und den Morgen bringen, der unsere Wunden heilt. Wir widmen diesen Platz denjenigen, die von uns gegangen sind. Der Tapfere ist tapfer und der Feigling ist feige. Der Dichter spricht dem Volk aus der Seele, über die Menschen auf dem Tahrirplatz. Und wir setzen seine Gedanken um. Die Regierung muss begreifen, dass wir nicht länger schweigend zusehen. Die Revolution hat uns die Freiheit der Rede gebracht. يبعد بعيد يعمل اللي عايزه عنده مصطفى محمود عنده كل الميادين عنده العباسيه لكن ما يجيش في ده دي الجبانه بتاعت الميدان شهيد. Für mich sind die Märtyrer die Revolution. Von allen, die dabei waren, haben sie als einzige ihr Leben gegeben. Es ist unsere Pflicht, für sie zu kämpfen oder wie sie zu sterben. Werden meine Bücher verkauft. Ich habe ein bisschen zwei mitgenommen im Markt. Was glaubst du denn, was passiert jetzt? Wie wird sich das weiterentwickeln mit 70% islamistischer Parteien im Parlament? Kann ich nicht einschätzen. Vermutlich muss man einfach damit umgehen. Es ist. God is busy. Yani God is busy. Yani God is busy. Yani أنت تشرفين busy. يعني God is busy. ايوه فاهمني طيب كده لا ده كفر ايه جاد يعني ربنا مشغول عننا كفر يعني ليه بس واحد جاني تيشيرت هديه ولبسته ايه المشكله ده تعرف المكتوب عليه الاول وبعدين ايه المشكله انت اسمك ايه ها اسمك ايه انت عايز اسم ليه اسمك ايه انت عايز انت اسمك ايه انت عايز اسم انت عايز اسم اسمك ايه عايز اسم اسمك ايه انت عايز انت اسمك ايه انا اسمي حسين اهلا وسهلا عاشت اسامه انت اسمك ايه حامد حامد منين يا حامد من مصر مصر؟ ايوه حامد ايه بقى مش معنى انت حضرتك اشتغلت فين بقى من انت لا لا استنى استنى عايز ايه عايز حامد ايه عايز ايه ده ايه ده هي دي صورتكم لا انك تيجي واحد وقت لا لا لا, 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 لا يعني انت زعلان دي ماسونيه انا مش عارف انت لابس نيويورك ايه
دي الحقيقة. أنا بكره نيويورك. طيب يا عم قلع بطلنا امن دوله يعني انتوا عاملين مش امن دوله بس احنا ايه اسمع غطه عبد الله انت على ربي كده انت تساعد ربي باي اساس انت كنت انت مين يعني اوريك بيت البيت لا ده انت اهبل كده معلش لا 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 بص 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 لا 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 اسلامك ده اسلامك ده اسلامك انت بس 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 اوعى اوعى ورا يا ابني ايه حريه تتكلم على مفيش ربنا وتقول لي حريه مالك انت اقرب عقدتي انت اللي هتحاسبني ولا هو لا بس انت اللي هتحاسبني ولا هو بس انت اللي هتحاسبني ولا هو بس 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 على فكره انت جاي تعمل بس شو كده وتستفزنا واحنا واقفين وورده احنا حافظين وعارفين صح ولا لا هو شو الاعلام بتاعكم انا كنت هتقتل في البدايه ليه لابست شرطه يا حاجه غلط وريني وريني طب وده كان بيعرف انجليزي اروح يا بيقرا كل حاجه كل حاجه انا ده كده هيطحنوني ان انا اركب دقن زي هاف كده واعيش بقى في مصر السريه الحريه يعني 10 امتار من دار ميريت ما وصلتش التحرير لسه هلو 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 mein freund schön dich zu treffen gehen wir okay رحت انتخبت خدت مين خدت طلعت مصطفى طلعت مصطفى لا الحزب حزب ايه؟ حزب النور؟ اه حزب النور حزب النور؟ اه he voted to the er wählte die salafistische Partei you don't have beard du hast keinen Bart du bist kein Salafist warum hast du für sie gestimmt؟ انت ما عندكش دقن عشان انا بحبهم اصلا الناس كويسه بتتكلم صح he like them er mag sie obwohl er keinen Bart hat because they are strictly weil sie so streng religiös sind Hast du diese Bilder gedreht? Na klar. Gute Kamera. Alle diese Menschen sind nicht mehr die Revolutionäre vom 25.01.2011. Sie schlafen alle nur, wie man sieht. Ein sehr, sehr, sehr schlechter Platz. Ich möchte zeigen, dass die Menschen, die uns angreifen und unsere islamische Revolution verleumden, nicht mehr die echten Revolutionäre des Tahrir sind. Das sind Verbrecher, Junkies, Banden. Das sind nur schlafende Leute, Süchtige, Prostituierte. Einige von ihnen lassen sich bezahlen. Sie hausen dort und betteln um Essen und Geld. Was für ein Leben! Es ist der gleiche Platz, aber der Spirit ist irgendwie nicht mehr so da wie damals. Und jetzt ist der Tahrir-Platz leider sehr stark fragmentiert. Es gibt die Muslimbrüder und die Salafisten, die die Wahlen gewonnen haben. Sie wollen nicht demonstrieren, sie wollen sich selbst feiern. Jetzt die religiösen Prediger, die jetzt gerade brüllen. Damals auf dem Tahrir-Platz haben sie sich nicht zugetraut, überhaupt so die Stimme zu erheben. Und jetzt fühlen sie sich wie die Besitzer dieses Platzes.
Warum filmst du jetzt in Ägypten? In dieser Hitze. Es ist jetzt wichtig zu dokumentieren. Dokumentieren in dieser Hitze? Das ist nicht gut. انت مرسي كل الفكرة مرة كمان احنا قبل الانتخابات جينا وكتبنا على الشهداء لان اعتقد الواضح ان المصريين في الفترة دي ما كانوش عايزين يشوفوا صور الشهداء اكتر صور كانت موجودة مالية مصر كلها هو صور المرشحين تالي انتوا مش عايزين تشوفوا صور الشهداء فاحنا جينا وكتبنا انسى اللي مات انسى اللي فات وخليك ورا الانتخابات هو اللي بيعبر عن الشهيد هي ام الشهيد نفسها اللي هي قاعدة دلوقتي مقهورة اللي هي اصلا مفيش أي حاجة بتكتسبها هي الوحيدة اللي في الـ18 شهر كل يوم بيعدي عليها هي خسرانة كل أهالي الشهداء عارفين بالنص مين الضباط اللي موتوا عيالهم فأعتقد إن ده واضح تماماً وإحنا كل الموضوع إن إحنا بنحاول نقول رأينا بالطريقة دي بشكل سلمي وبشكل فني وبعيداً بعد إذن حضرتك إحنا مش جايين عشان حد يسقف لنا إحنا بنشرح إحنا بنعمل بس ماشي احنا مش هنقول ارفع راسك فوق انت مرسي ابدا ولا اي حد ولا برادعي ولا اي حد مش معنى ان احنا كذا بس احنا مش بنعلي من قيمة حد قيمة الشخص هو الشهيد الثورة قيمتها في الشهيد ماركو بليز نوت ناو We can't come to work here again. Then, what are the politics? مش هنروح اصحى يا مرسي وصحي النوم عدو فاتو الميديوم اصحى يا مرسي بلاش تهجيس احنا زينا من الترقيس مشروع نهضة طلع فنكوش والميديوم كانوا حلاحوش ميديوم خلوا العيشة ديت مرسي بيجي مصر ترانزيت يا مرسي ثورة وقامت للحرية والعدالة الاجتماعية أنا مش خايف زي زمان لسه الثورة في كل مكان لو ضربونا في الشوارع صوت الثورة طالع لو مسكونا في البيوت برضو الثورة مش هتموت علّت صورة Was bedeutet das? Das ist ein Mann mit Bart. Und dies ist das Symbol für den Heiligen Koran. Sie sind nicht identisch.
Ich glaube an die Idee der Anarchie als Werkzeug. Ich glaube nicht an Anarchie als langfristige Lösung. Es ist nur eine Injektion, eine Störung, bis ein neues System installiert ist. قصدي على عليا المهدي بتعبر عن حريتها بطريقتها هي الشخصيه. عليا المهدي فرضت ihre Freiheit ein, indem sie ihr Nacktfoto postete. انا بشوف ان في علاقه ما بين Ich sehe eine Verbindung zwischen der Diskriminierung von Frauen während der Revolution und Alia El-Mahdi. Alia El-Mahdi präsentierte sich nackt, um zu zeigen, wie gestört die Gesellschaft ist. 4 Millionen Menschen besuchten ihre Homepage, um sie nackt zu sehen, während Samira Ibrahim vor Soldaten auf Jungfräulichkeit untersucht wurde, ohne dass sich einer auf ihre Seite stellte. Wo waren die Islamisten, als das anständig verschleierte Mädchen aus Oberägypten vor den Soldaten untersucht wurde? Niemand sagte etwas. Warum sagten die Islamisten nichts? Es besteht eine Verbindung zwischen Alia El-Mahdi und all dem, was Frauen in der Revolution zugestoßen ist. مفيش حاجة اتغيرت يا مصري يا مقوم ما انت عارف اني عارف انك انت اللي في الورطة هتعمل ايه في شعب اتعود على الصبر بالفطرة اكتب من هنا بكرة حول الثورة ذكرى اقتلنا واحد واحد بتحدك تقتل الفكرة اتفضحتوا كدابين ممسوكين متلبسين بالدماء ملوثين وعملاء متأجرين مين ولا مين محبوسين ومبسوطين وانت بتدارى ورا كده يبقى مين فينا السجين محدش حمى الثورة الثورة اقوى من Er verknüpft die beiden Mädchen auf sehr künstlerische Weise. Beide setzen sich für die Freiheit ein. Wenn wir über die Freiheit unseres Landes reden, reden wir auch über uns selbst. في الاخر اتشتم والله العظيم سافى العسكري كده سافى العسكري المحترم سافى العسكري اللي جوه اللي ما رضيش يضرب كتيره ومش شايفه ان viele Menschen sehen keine Verbindung, aber ich sehe eine. Das Verhalten der Islamisten wird niemals so couragiert sein wie die Aktion von Alia. Ich rede nicht über Alia als Person oder über die Art ihrer Entblößung, sondern darüber, dass sie zu einer Ikone gegen religiösen Extremismus wurde, auch wenn viele das nicht akzeptieren können. Was hast du gedacht, als du Alias Bilder im Internet gesehen hast? Ich denke, es ist eine gute Sache.
Ich war ein bisschen enttäuscht von den Reaktionen der Frauen. Ich war enttäuscht, weil es in der Welt mehr Menschen gab, aus anderen Ländern, zum Beispiel Israel, die Aliyah El-Mahdi unterstützten. Aber keine Frau in Ägypten tat etwas. Für mich war das beschämend und enttäuschend. Hier steht, oh Gott, ich möchte gefickt werden, einen richtig guten Fick, bevor ich sterbe. Ich möchte die Zunge meines Ehemanns in meiner Muschi spüren. Einigen Leuten war das sehr peinlich. Ich konnte sehen, wie Mädchengesichter rot wurden. Einige Frauen gaben mir High Five. من كفر بالله وأساء للإسلام وللنبي اسمعوا هذا الكلام ثانية بقولها تاني افتي بعد إقامة الحجة عليه بإهدار دمه إن لم تفعل ذلك الحكومة Ich will kein Märtyrer werden. Ich lebe gerne. Und ich glaube, es gibt für mich keine Sache, wofür es sich lohnt, zu sterben. Aber das Leben für mich bedeutet Freiheit. Und wenn diese Freiheit nicht vorhanden ist, dann macht für mich das Leben keinen Sinn. Muslimbrüder und Salafisten attackieren uns, wiederholen das Alte. Ich finde, jetzt passiert das Gleiche wie unter Mubarak. Mursi ist nicht anders als Mubarak und die Militärregierung.
Wir haben eine neue Phase erreicht. Wir malten die Märtyrer so, wie sie aussahen, nachdem sie tot waren. Das sollte die Öffentlichkeit wahrnehmen, um die Menschen durch die Graffitis daran zu erinnern, was passiert war. عشنا سنين من التطور لحد ما وسعت الفوارق وما حدش بقى فايق من الظلم الا عالي فحياتنا كم مسلم لو مش عاجبك يبقى استسلم في البطاقه اسمك مسلم بس صحته ومش هسلم لكل الاوضاع اللي عايشونا فيها ايوه عارف مش بايدينا بس بايدنا هنعديها لحد امتى هتفضل السيطره على الحريه التحكم في العقول من الحكومه الذكيه الشعوب بقت غبيه وريني كم من Als sie die Graffitis in der Mohammed-Mahmud-Straße entfernten, haben die Leute sie verteidigt. Sie waren sehr verärgert, denn die Graffitis waren das Gedächtnis der Revolution. Sie sind die wahre Dokumentation der Revolution. Nicht die Zeitungen, das Fernsehen oder die Medien, die nur Lügen verbreiten. Die Graffitis am Ort des Geschehens bezeugen, was geschah und erinnern daran, was bleibt. Die Muslimbrüder haben so eine Art Selbstjustiz eingeführt. Wenn die Medien ihnen zu kritisch werden, dann belagern sie die unabhängigen Zeitungen und die Medien. Und so gehen auch die Protestler um mit dem Staat. Wenn der Präsident den Jugendlichen nicht gefällt, dann gehen sie nicht mehr friedlich auf der Straße, sondern gehen zum Präsidentenpalast und werfen Molotow-Cocktails auf den Palast. Das sind neue Dimensionen. Es schaut gewaltsam aus, aber das ist das Gesetz, das der Staat selbst eingeführt hat, Selbstjustiz. Ich glaube nicht, dass genau diese maskierten Jugendlichen auf der Straße gehen, um irgendein politisches Ziel zu erreichen. Die wollen kämpfen. Sie finden in dem Kampf selbst sich selbst. Sie suchen sich selbst in diesem Kampf. لا المرور لا الإنجاز لا مباحث التمويل لا الكسب غير المشروع لا 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 أنا مصمم بجد يعني بتروح لمين المنظومة فيها فعل حقيقي
saß vor einigen Tagen unter der Brücke am Nil, wo die Kämpfe stattgefunden haben. Und dann plötzlich gab es ein Feuerwerk. Wer das zustande gebracht hat, keine Ahnung. Die Demonstranten haben dadurch sich selbst gefeiert. So ein Tiergastparty, noch ein Tiergastparty, so ein Kampfextase. Und im gleichen Moment kam ein Boot unter der Brücke, wo eine Gruppe von jungen Mädchen getanzt haben zu dieser Schabi-Musik, dieser Folklore-Lieder. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich spinne. Und genau an diesem Punkt befindet sich die Revolution. Viele Sachen finden statt gleichzeitig. Der Untergang und die Metamorphose. Das Boot der Revolution fährt Richtung Westen, die Todesseite, und sucht dort die Renaissance, die Wiedergeburt. Das ist Ägypten, das ist die Geschichte Ägyptens.